Ich das Wort dem Kollegen Christian Sauder, FDP, zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Mandat Sea Guardian im Dezember zunächst zu verlängern, bis eine neue Bundesregierung gebildet ist, war die richtige Entscheidung. Jetzt kann der Bundestag die Einsätze im normalen Turnus bearbeiten und je nachdem verlängern oder beenden. Sea Guardian dient als Nachfolgemission der Operation Active Endeavour, dem Schutz der Südflanke der NATO gegen terroristische Bedrohungen. Sea Guardian dient der Lagebilderstellung im Mittelmeer, und das leistet einen Beitrag zur Sicherheit des Mittelmeers vor dem Hintergrund dieser Bedrohung. Die politische Lage im Nahen Osten und in Afrika hat sich massiv gewandelt. Daher war die neue Rechtsgrundlage des Mandates notwendig. Sea Guardian, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ein Einsatz gegen Terrorismus. Darauf ist dieser Einsatz ausgelegt. Sea Guardian, und da geht der Entschließungsantrag der Kollegen der AfD etwas fehl, ist kein Einsatz, um die großen Migrationsrouten zu schließen. Dafür gibt es die EU-Mission SOPHIA. Wenn Sie also etwas verbessern wollen, bitte an dieser Stelle, liebe Kollegen der AfD. Deutschland profitiert von dem Mehr an Sicherheit, welches dieser Einsatz schafft. Wenngleich auch für 2018 keine dauerhafte Unterstützung der Mission Sea Guardian geplant ist, sondern nur eine Unterstützung im Transit befindlicher Einheiten. Also Einheiten, die sich auf dem Weg zu anderen Einsätzen befinden, wie zum Beispiel Operation SOPHIA. Aber warum ist das so, meine Damen und Herren? Die Auslandseinsätze der Bundeswehr stehen auch hier unter dem Eindruck einer schlechten Lage bei den Hauptwaffensystemen und der Ausrüstung unserer Soldaten, aber auch Personalengpässen. Der Bericht für die materielle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr in diesem Frühjahr veröffentlicht, sieht Mängel auch an diesen Orten. Zum Beispiel auch bei der Marine, die ja auch den Einsatz für Sea Guardian leisten muss. Keines von 6 U-Booten war einsatzbereit, nur 12 von 35 Hubschraubern oder einer von 3 Einsatzgruppenversorgern. Auch die Einsatzbereitschaft der neuen Fregatte Typ 125 ist bisher nicht abzusehen. Der bisherige geplante Mitteleinsatz bei Sea Guardian, die Unterstützung der Mission beispielsweise auch durch U-Boote der Klasse 212, musste da bisher entfallen, weil eben auch kein U-Boot voll einsatzbereit war. Hier gibt es einen großen Handlungsbedarf, und ich meine, das darf kein Lippenbekenntnis sein. Wir sind uns dort sicherlich einig, vielleicht mit Ausnahme der Fraktion der Linken. Die Ausrüstungsmängel wirken streitkräfteübergreifend auf Einsätze und damit auch auf die Frage, ob Deutschland ein verlässlicher Partner in einer unruhiger werdenden Welt sein kann. Denn nur wer Zusagen auch einhält, ist ein verlässlicher Partner. Wir stellen fest, dass die Bundeswehr dringender gebraucht wird denn je. Sie muss in einem guten Zustand sein, um glaubwürdig arbeiten zu können. Hier ist es unabdingbar, die Investitionen in die Bundeswehr zu erhöhen und auch dem 2%-Ziel der NATO sich ernsthaft nähern zu wollen. Da fehlt aber leider der neuen Bundesregierung Mut, der mutige Blick in die Zukunft, was die Bundeswehr leisten muss und insbesondere auch unsere Marine leisten muss. Die Marine muss modernisiert werden, um Einsätze wie Sea Guardian auch mit ausreichend Material bewältigen zu können. Deutschland muss sich aktiver in diesen sinnvollen Missionen beteiligen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von meiner Stelle ein großer Dank an die Soldaten für die geleistete Arbeit. Wir stimmen heute der Überweisung dieses Antrags der Bundesregierung zu Sea Guardian in den Verteidigungsausschuss ab. Dort werden wir das Mandat und die sich ergebenden Fragen intensiv diskutieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der Kollege Matthias Höhn von der Fraktion Die Linke.